Also bei uns heute zu Gast ist Max Deisenhofer von den Grünen. Wenn Sie sich einmal bitte kurz vorstellen, dass alle wissen, wer Sie sind. Genau, also Max Deisenhofer, bin 31 Jahre alt, bin in Niederraunau aufgewachsen, das ist ein Ortsteil von Krumbach, wohne im Moment in Augsburg und bin jetzt im Landkreis Günzburg-Lichtenkandidat von den Grünen auf Platz 404. Okay, vielen Dank. Und wir kommen auch gleich zur ersten Frage. Und da geht es eben darum, dass eben eigentlich im Prinzip jeder jemanden aus seinem Bekanntenkreis hat, der eine Wohnung sucht. Und was macht Ihre Partei gegen die Wohnungsknappheit? Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, das in den Großstädten vielleicht sogar noch mehr drängt, wie jetzt bei uns in Krumbach oder im Landkreis Günzburg. Aber was man hier auch merkt, ihr habt es angesprochen, es ist eigentlich für junge Familien oft schon möglich, irgendwie einen Bauplatz zu finden, wenn man jetzt ein eigenes Haus bauen will. Aber viele, entweder wollen sie das gar nicht oder wollen halt vorher erstmal, wenn sie daheim ausziehen, halt erstmal in eine Wohnung ziehen. Und da ist, denke ich, im ganzen Sozialwohnungsbau und überhaupt im Wohnungsbau, den jetzt auch die Gemeinden gemacht haben, hat die letzten Jahrzehnte viel zu wenig passiert. Deswegen haben wir die Situation, die wir jetzt haben. Was wir uns jetzt noch ganz besonders als Grüne vorgenommen haben, ist, dass man halt die Innenstädte anguckt. Und jetzt zum Beispiel gibt es ja oft jetzt Bauernhäuser, wo irgendwie die alten Leute dann sterben irgendwann und die Kinder wissen nicht so richtig, was sie damit machen. Und dass man das eben noch mehr fördert, dass man auch in den Städten selber Wohnungen schafft und mehr ja, den Wohnraum besser nutzt eigentlich. Weil wir es halt schon kritisch sehen, dass die ganzen Dörfer und Gemeinden halt immer weiter rauswachsen und immer weiter raus und immer weiter raus und halt dadurch auch viel Fläche verloren geht im Endeffekt. Also das wäre jetzt ein Schwerpunkt, den wir noch machen wollen, dass wir eben im Wohnbauprogramm gerade für Innenstädte, der Fachbegriff heißt dann Nachverdichtung, also halt, dass man innerhalb von der Stadt nochmal guckt, okay, wo kann man denn hier jetzt nochmal Wohnraum schaffen? Okay, die nächste Frage wäre, viele Jugendliche und auch ältere Menschen sind ja auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Was macht Ihre Partei für die öffentliche Nahverkehr? Ja, also ich bin selber auch hinter in Augsburg studiert und bin eine Zeit lang immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Augsburg pendelt. Das heißt, erst irgendwie von den Raunen nach Krumbach kommen, dann mit dem 600er Bus nach Augsburg und dann da nochmal mit der Straßenbahn bis zur Uni. Braucht man halt leider mehr als doppelt so lang, wie wenn man ein Auto zur Verfügung hat. Und ja, das stört mich wahnsinnig. Genauso die Zugverbindung nach München, wenn man die anguckt. Erstens dauert es ewig, bis man in Mindelheim und in Günzburg ist. Und da ist inzwischen auch so, früher ist dann wenigstens gleich der Zug gekommen, der einen nach München gebracht hat. Inzwischen hat man meistens eine halbe Stunde Aufenthalt, wo man dann nur mal Zeit verliert am Bahnhof und wo die Anbindung vom Landkreis einfach insgesamt total schlecht findet. Jetzt hier vor Ort, denke ich, haben wir mit dem Flexibus mal ein ganz gutes Konzept, das auch ganz gut angenommen wird, wo auf jeden Fall ein guter erster Schritt ist, dass man mal ja, wenigstens bis nach Krumbach kommt oder von einem Dorf ins andere kommt, aber im Großen und Ganzen muss einfach dann auch die Landesebene, also der Landtag oder der Bundestag, mehr Geld für öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stellen. Also es muss einfach billiger werden, es muss besser werden, so dass die Leute dann auch Bock haben, das zu nutzen. Ich meine, jeder überlegt sich halt, wie viel Zeit brauche ich, wenn ich mit dem Zug fahre oder mit dem Bus, wie viel kostet es mich, und vergleicht es dann mit dem Auto. Und solange das Auto halt so viel besser abschneidet für viele Leute, ist es klar, dass dann die Leute auch den Zug, den es jetzt gibt, zwischen Günzburg und Mindelheim nicht so wahnsinnig viel nutzen, wie sie es halt machen würden, wenn das Angebot attraktiv wäre. Also Preise müssen runter und das Angebot muss halt so attraktiv sein, dass man auch wirklich dann Lust hat, umzusteigen. Und da würde ich mir schon wünschen, auch von unseren Abgeordneten, die sind immer sehr engagiert, wenn es um Straßenbauprojekte geht und wenn es um neue Umgehungsstraßen geht, und zeigen dann halt nicht das gleiche Engagement, wenn es um Bahnstrecken geht und um Busverbindungen. Und da würde ich mir schon wünschen, ja, dass da einfach mehr passiert. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel noch anguckt, was im Großraum Augsburg los ist, da wird irgendwann ein Verkehrskollaps passieren, weil da so viele Autos jeden Morgen allein reinpendeln. Jetzt kommt dann nur die Uniklinik in Augsburg, dann sind noch mehr Arbeitsplätze, noch mehr Patienten auch, noch mehr Studenten. Das kann halt funktionieren, wenn nicht mehr Leute auf öffentlichen Nahverkehr und dann irgendwann auch aufs Rad umsteigen. Wie sehen Sie die Problematik, dass oft so ist, dass man zwar vielleicht dann mal eine Verbindung hat, wo man im Bus irgendwo hinkommt, aber es man dann sehr angebunden ist, weil die Busse nicht oft fahren und vor allem dann ab einer bestimmten Uhrzeit dann auch nicht mehr? Ja, das wäre dann nochmal der zweite Schritt. Also wie gesagt, attraktives Angebot, da gehört für mich auf jeden Fall dazu, dass die regelmäßig fahren. Also wir fordern jetzt zum Beispiel einen stündlichen Takt beim Zug. Sowas würde ich mir auf allen Hauptverbindungen eigentlich vom Landkreis weg wünschen, dass man einmal pro Stunde wenigstens in jede Richtung kommt.
Und das zweite Schritt wäre dann eben nur das nachts anzubieten, wäre vielleicht ein erster Schritt, dass man zum Beispiel den Flexibus halt auch versucht nachts anzubieten. Das wird der Staat irgendwie nochmal unterstützen müssen finanziell am Anfang, aber ist halt klar für junge Leute, die jetzt auch selber noch keinen Führerschein haben, aber halt vielleicht trotzdem mal weggehen wollen, wäre das schon mitentscheidend, dass man halt vielleicht auch am Anfang mal nur am Wochenende, Freitag, Samstag, Nacht, dann halt auch da ein Angebot macht für die Leute, die, ja, die sich halt bei uns im ländlichen Raum einfach schwer tun, um von A nach B zu kommen. Was natürlich viele auch Thema ist, das viele interessiert, ist Atomkraft. Es ist ja auch bei uns relativ nah an Atomkraftwerk in Rundheimingen. Was sagen Sie zu dem Thema Atomkraft? Ja, Atomkraft ist ja eins von den Gründungsthemen eigentlich, die die Grünen von Anfang an haben. Und wir sind insgesamt super glücklich, dass das Thema Atomkraft sich hoffentlich, wenn sich nichts Großes mehr ändert, in ein paar Jahren in Deutschland mal erledigt hat, zumindest die Produktion, und dann eben auch die Sicherheit der Bevölkerung steigt, wenn wir kein Atomkraftwerk mehr vor der Haustür haben. Was uns aber bleiben wird und auch die nächsten Jahrzehnte, ist der Atommüll. Also das Zwischenlager stand jetzt bis 2046 genehmigt. Wenn es bis dahin kein Endlager gibt, dann wird man einfach die Genehmigung verlängern. Das heißt, das ist dann das Jahr 2096. Und das ist dann für viele von uns schon wie ein Endlager eigentlich. Und da habe ich schon Bedenken, dass man eben dann auch, je länger das dann alles dauert und so weiter, dann halt den Sicherheitsaspekt vielleicht ein bisschen aus den Augen verliert und sagt, okay, dann spart man halt da ein bisschen was, weil das Geld ist schon reingewirtschaftet und jetzt muss der Staat sich dann am Ende darum kümmern. Das finde ich insgesamt nicht in Ordnung. Und aus unserer Sicht müssen wir schon die Sicherheit auch von dem Block C, der jetzt noch läuft, nochmal überprüfen. Da ist das Bayerische Umweltministerium dafür zuständig. Die haben bis jetzt da keine Sicherheitsbedenken gehabt. Ich würde mal vermuten, wenn das Ministerium jetzt von einer anderen Partei geführt ist, würde man vielleicht sich die Sicherheit in Gründheimingen auch nochmal ein bisschen genauer anschauen und schauen, ob die jetzt wirklich auch die paar Jahre noch sicher laufen kann oder ob man es dann vielleicht auch früher abschalten sollte. Nachfrage, weil Sie sind jetzt sehr auf den Sicherheitsaspekt drauf eingegangen. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, warum Gründheimingen nicht sicher ist? Also haben Sie da Studien, auf die Sie sich da stützen? Also Gründheimingen hat mit Abstand von allen Atomkraftwerken in Deutschland die meisten meldepflichtigen Ereignisse. Das heißt sozusagen, das sind jetzt keine Super-GAUs, wie wir jetzt in Fukushima gehabt haben, aber eben die Technik ist halt aus unserer Sicht veraltet. Also das Atomkraftwerk ist Anfang der 70er ans Netz gegangen und das ist halt einfach keine moderne Technik, die aus unserer Sicht sicher ist. Genauso ist es mit dem Sicherheitssystem, da gibt es dann mehrere Sicherheitskreisläufe, da halten wir auch einen für nicht zuverlässig und würden uns dann nochmal eine sicherheitstechnische Überprüfung wünschen. Und wie wollen Sie das dann die Stromversorgung anders regeln? Also insgesamt muss man sagen, haben wir in Deutschland kein Problem, dass wir zu wenig Strom haben. Wir sind Stromexporteur, das heißt, wir verkaufen insgesamt unterm Strich mehr Strom ins Ausland, als wir aus dem Ausland einkaufen. Klar, unser Lösungsansatz ist, dass wir die erneuerbaren Energien noch weiter ausbaut. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte, die aber jetzt ein bisschen abgestoppt wurde. Gerade in Bayern, da gibt es diese sogenannte 10H-Regelung. Das heißt, ein Windrad muss den zehnfachen Abstand haben von der nächsten Wohnbebauung, von der eigenen Höhe. Also Beispiel, das Windrad, die werden heute bis zu 200 Meter hoch. Das heißt, der zehnfache Abstand, das muss 2 Kilometer von der nächsten Wohnbebauung weg sein. Und dann wird es halt in Bayern sehr, sehr schwierig. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige Plätze, wo man überhaupt ein Windrad bauen kann. Seitdem es das Gesetz in Bayern gibt, ist die Windkraft in Bayern faktisch tot. Genauso bei Solar gibt es meiner Meinung nach immer nur auch Flächen von Gemeinden, von Kommunen, die man immer nur dafür hernehmen könnte, um da mehr Strom aus erneuerbaren Energien eben zu gewinnen. Anfang dieses Jahres, also im März, haben Ihre Partei und die SPD einen Antrag gestellt im Kreistag für mehr Geld für die Pflege, also für neue Stellen in der Pflege. Der Antrag wurde ja von der CSU und den Freien Wählern abgelehnt, mit der Begründung, dass der Kreistag dafür nicht zuständig ist. Uns würde interessieren, wie haben Sie damals persönlich abgestimmt und warum? Ja, also man muss es noch ein bisschen genauer gucken. Das war so im Kreisausschuss, also ist quasi so ein vorberatendes Gremium, da haben die Freien Wähler und die CSU über den Antrag diskutiert und den Antrag dann eben abgelehnt.
Und im Kreistag, im großen Plenum, gab es schon bevor es zur Diskussion kam, einen Antrag, dass, der, ja, dass die Debatte von der Tagesordnung gehen soll. Und da haben wir SPD und Grüne natürlich dagegen gestimmt, weil wir den Antrag gestellt haben und eben auch drüber reden wollten. Und ja, im Endeffekt ist es dann aber, sind die Stellen ja trotzdem geschaffen worden, dann zwar durch den Verwaltungsrat vom Krankenhaus, aber die, es gibt jetzt die 8 Pflegestellen mehr, die die SPD und wir damals beantragt haben, und das war auch das, die Hauptsache, worum es uns eigentlich ging. Deswegen bin ich jetzt eigentlich schon zufrieden, dass das so gekommen ist. Sie persönlich waren für den Antrag? Ja klar, der kam ja von Grünen und SPD, den haben wir ja eingereicht, deswegen klar, hätte ich dann für den Antrag gestimmt, wenn er quasi auf der Tagesordnung blieben wäre, und habe gegen die Absetzung des Antrags von der Tagesordnung gestimmt. Finden Sie, dass die 8 Stellen, wir haben es doch, glaube ich, die neu geschaffen wurden, jetzt stark zur Behebung des Problems in der Pflege beigetragen haben? Ja, das ist immer die Frage, wie viel, wenn man es auf 2 Krankenhäuser rechnet und so weiter, ist es natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber ich finde schon, das sendet jetzt die Nachricht aus, okay, erstens, unsere Mitarbeiter sind uns was wert als Landkreis, und wir sehen, dass die im Endeffekt überlastet sind und überlastet waren die letzten Jahre, und wir zeigen, dass wir das Problem erkannt haben, und ich meine, 8 Leute sind 8 Leute, wenn man sich guckt, dass die halt auch oft Wochenenddienste dann kurzfristig übernehmen müssen oder so, wenn man 8 Leute mehr hat, ist das Risiko, dass es einen selber trifft, wenn man eigentlich nicht einplant, ist schon mal geringer, als wenn es die 8 Leute nicht gibt. Also das große Problem Pflege, das es ja auch jetzt nicht nur im Landkreis Günzburg gibt, sondern das ein deutschlandweites Problem ist, das auch einfach verschlafen worden ist von den Regierungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, das kann man natürlich mit sowas nicht lösen. Aber ich finde schon ein gutes Zeichen auch, wie gesagt, dass wir als Landkreis Günzburg, als Arbeitgeber sagen, okay, unsere Mitarbeiter sind uns was wert und wir wollen die in dem Bereich auch entlasten, weil wir sehen, die haben da Riesenprobleme im Moment. Wie sehen Sie dann die Herangehensweise des Gesundheitsministers, eben in der Pflege mehr Stellen zu schaffen und auch für die Krankenhäuser mehr Geld bereitzustellen? Finde ich gut. Also das Problem ist jetzt erkannt worden, das muss man auch sagen. Also es gab jetzt auch so einen Druck von unten. Gab ja auch einen Pfleger, der Frau Merkel im Bundestagswahlkampf das ziemlich direkt gesagt hat, auch in so einer Fernsehdebatte. Und seitdem, glaube ich, haben schon alle Parteien das Thema jetzt endlich auf dem Schirm und sehen, dass man da was machen muss. Finde ich gut. Ich finde es halt 20 Jahre zu spät. Und über die Details muss man dann eben auch immer noch reden. Eine Pflegekraft, die, das dauert halt auch eine Zeit, bis sie ausgebildet ist und so weiter. Also die kann man jetzt halt nicht von heute auf morgen sich herzaubern. Das Problem an sich ist leider ziemlich komplex, sodass ich jetzt auch nicht glaube, dass sich das Thema ja in den nächsten 1-2 Jahren irgendwie erledigt hat, auch wenn die Politik jetzt mal die richtigen Weichen stellt. Okay, und dann die nächste Frage wäre, es leben nicht seit Jahrhunderten Muslime bei uns, auch durch Flüchtlinge kommen neue Muslime dazu. Wie sehen Sie vor dem Hintergrund einen spezifischen Islamunterricht an Schulen? Also ich würde es gut finden, muss ich sagen, weil ja erstens das eine große Gruppe einfach ist von Jugendlichen heutzutage, die man auch dadurch ja anerkennt, dass man ihnen dann die Möglichkeit gibt, in ihren eigenen Religionsunterricht zu bekommen. Und was mich schon auch freuen wird, wenn man quasi staatlich ausgebildete Lehrkräfte hat, die der Freistaat Bayern ausbildet und die auch ein gewisses Bild vom Islam, das halt hoffentlich dann weltoffen ist und tolerant und vor allem mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann auch den jungen Muslimen beibringt. Diese Art von, ja, von deutschem Islam, den es dann eben gibt, dass der auch von staatlichen Lehrkräften dann vermittelt wird und eben nicht wie jetzt, dass der Religionsunterricht in der Schule gar nicht stattfindet und im Privaten dann halt vielleicht von irgendwelchen Imamen, die jetzt auch nicht unbedingt in Deutschland aufgewachsen sind oder sich irgendwie in Deutschland und im Freistaat Bayern und im Grundgesetz verpflichtet fühlen. Und was würden Sie dann von einem Ethikunterricht halten, also einem Unterricht, wo halt alle Religionen gelehrt werden, alle Schüler? Also ich habe selber auch Ethik unterrichtet, letztes Jahr hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und ich glaube, dass jetzt auch im Religionsunterricht, auch katholisch, evangelisch, auch grundsätzliche ethische Fragen behandelt werden, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Also, dass junge Leute sich mit ethischen Fragen beschäftigen, ob das jetzt die
katholischen dann im katholischen Religionsunterricht machen, finde ich jetzt, stört mich jetzt persönlich nicht. Ich denke, die Kirchen, denen ist es wichtig, dass die auch in den Schulen nur dann Fuß drin haben. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Klar, einfacher organisatorisch, einfacher wäre es, wenn alle einen Lehrer oder eine Lehrerin hätten und alle dann das Gleiche lernen würden. Aber ja, Religionsfreiheit muss ja auch irgendwie gelebt werden. Und wenn das eben so ist, dass es dann verschiedenen Schulunterricht gibt für die verschiedenen Religionen, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Die nächste Frage wäre, was würden Sie von einer Koalition mit CSU halten? Ja, das ist eine schwierige Frage, vor allem im Moment. Also wir Grüne haben grundsätzlich gesagt, das haben wir beim Parteitag beschlossen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir sind eine Partei, die hat Lust zu gestalten, wir haben Lust zu regieren. Hat man aber jetzt im Moment in Berlin gesehen, bei der Bundestagswahl war so ein bisschen... AfD will eh nicht regieren, Linke will nicht regieren, die SPD hat eigentlich auch nicht so richtig Bock und die FDP mit dem Christian Lindner hat sich dann am Ende auch anders überlegt. Also das sind wir schon welche, die proaktiv sagen, wir wollen tatsächlich, wir haben gute Ideen und wir wollen gestalten. Jetzt muss man aber sagen, in Bayern ist es schwierig ohne die CSU und so wie sich die CSU halt in den letzten Wochen aufgeführt hat, die Wortwahl, die die gebraucht hat, das Theater, das sie in Berlin aufgeführt haben, wo sie untereinander eigentlich nur gestritten haben, mit so einer CSU wird es keine Zusammenarbeit geben können, weil wir da halt inhaltlich und auch personell einfach so weit auseinander liegen, dass das nicht zusammengeht. Wenn die CSU aber jetzt ein Ergebnis, keine Ahnung, unter 40% vielleicht kriegt und, sage ich mal, zur Vernunft kommt, dann denke ich, gehört sich unter demokratischen Parteien schon, dass man sich auf jeden Fall mal unterhält und halt auslotet, ob es die Möglichkeit gibt, dass man zusammenarbeitet. Aber erstmal muss die CSU als Voraussetzung den Rechtskurs, den sie jetzt die letzten Wochen und Monate eingeschlagen hat, wieder verlassen und wieder zu einer proeuropäischen und humanitären, menschlichen Politik zurückkehren. Sonst wird es mit uns keine Zusammenarbeit geben. Und welche Partei können Sie sich jetzt aktuell am besten vorstellen für die Koalition? Mal grundsätzlich kämpfe ich erstmal für ein gutes grünes Ergebnis. Ich meine, die Grünen haben mich aufgestellt, das ist meine Partei und die anderen müssen selber schauen, wo sie bleiben jetzt erstmal. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass es im Moment nicht so ausschaut, als würde eine Mehrheit jenseits der CSU zustande kommen. Deswegen wäre das, glaube ich, jetzt Spekulation. Persönlich muss ich sagen, habe ich in fast alle Parteien eigentlich ganz gute Connections und ganz gute Bekanntschaften. Und es gibt in allen Parteien Leute, wo man sagt, okay, mit denen könnte man eigentlich vorstellen, zusammenarbeiten. Jetzt bis auf die AfD vielleicht, da kenne ich jetzt persönlich niemand, aber bei allen anderen muss ich sagen, kommt es dann tatsächlich am Ende halt auch auf die Inhalte drauf an, wie viel von unserem Programm, wie viel mehr Klimaschutz, wie viel mehr Eindämmung von Flächenverbrauch, wie viel mehr moderne Verkehrspolitik, wie viel mehr schnelleres Internet können wir dann umsetzen am Ende. Und die Grünen, die engagieren sich auch sehr für den Tierschutz. Wie persönlich stehen Sie zur Massentierhaltung und finden Sie, dass das in unserer Region ein großes Problem ist? Also es gibt in Deutschland definitiv Regionen, wo das ein größeres Problem ist. Bei uns haben wir Gott sei Dank ja nur einige kleinbäuerliche Betriebe, die jetzt auch nicht so riesig sind. Wir haben viele, die auch ihr Geld jetzt mit, keine Ahnung, mit Futtermitteln oder was weiß ich, mit Kartoffeln verkaufen. Also jetzt nicht unbedingt mit Tierhaltung oder eben dank dem erneuerbaren Energiegesetz auch durch Biogasanlagen ihr Geld verdienen. Also sehe ich jetzt nicht als das Riesenproblem der Region gesellschaftlich. Ist aber definitiv so, dass wir in Deutschland damit immer noch ein Problem haben. Auch da, wir exportieren Fleisch, das heißt, wir produzieren viel mehr, als wir eigentlich selber verbrauchen. Und wenn man sich jetzt guckt, dass eben auch durch die Massentierhaltung dann halt Nitrat ins Grundwasser gelangt und eigentlich unsere Lebensgrundlagen bedroht, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo wir ansetzen müssen. Ich persönlich bin jetzt auch kein Vegetarier und Veganer, aber versuche halt relativ bewusst Fleisch zu essen und mich zu informieren, wo es herkommt. Dann kommen wir zur letzten Frage, eine sehr persönliche Frage. Haben Sie ein politisches Vorbild? Ja, mehrere, muss ich sagen. Die habe ich mir natürlich bei den Grünen auch rausgesucht. Also der inzwischen verstorbene Sepp Daxenberger war lange Zeit Landesvorsitzender von uns und Fraktionsvorsitzender im Landtag. Selber Biobauer und war jemand, der einfach authentisch war, der pragmatische Lösungen im Sinne der nächsten Generation und im Sinne vom Klimaschutz fällen konnte, aber eben nicht so ideologisch verbohrt, sondern halt für die Leute vor Ort einfach die besten Lösungen finden. Das finde ich gut
Und zweites Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen, Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident. Es gab jetzt gerade eine Umfrage, wo er zum beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland gekürt wurde, was mich natürlich auch freut, denn seinen ruhigen, wertekonservativen Politikstil, das gefällt mir sehr gut und kommt, denke ich, zu Recht auch bei der Bevölkerung gut an. Und ja. Das war, denke ich, mal ein schöner Abschluss. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank euch für eure Zeit.